Mit dem Fassadensystem haben Sie die Möglichkeit, Pfosten- und Riegelsysteme zu erstellen, welche trotz hoher Komplexität eine freie Bearbeitung der einzelnen Pfosten und Riegeln ermöglicht. Erstellen Sie vorab einen Entwurf, wo Sie das Muster so aufteilen, wie Sie es nachher im Fassadensystem einstellen möchten. In diesem Beispiel sind 4 Paneele so vorgezeichnet. Wir sehen hier im Muster ein schematisches Rechteck, welches die Wiederholung des Musters in den Paneelen darstellt. Sowohl nach unten wie auch nach rechts über die weiteren Paneele kommt dieses Muster in regelmäßigen Abständen vor. Wenn wir dieses Muster etwas genauer analysieren und vermaßen, erkennen wir den kleinsten Abstand von 16 cm. Im Fassadenwerkzeug werden die Pfosten und Riegel nun anhand dieses Schemas erstellt. Mit dem vorhin eruierten Abstand von 16 cm werden gleich alle 4 Paneele, welche wir vorhin als Vorlage definiert haben, aufgezeichnet. Dabei werden die Pfosten und Riegel, welche nun entsprechend unserer Mustervorlage nicht benötigt werden, gelöscht. Diese Bearbeitung erlaubt die große Flexibilität, um am Fassadensystem nach der Erstellung der Fassade später Anpassungen vornehmen zu können. Zeichnen Sie die Fassade anschließend im Grundriss oder im 3D-Fenster direkt ein. Dank den einzelnen individuellen Pfosten und Riegeln können so Anpassungen gemacht werden, zum Beispiel an der Materialisierung oder auch an der Stärke von einzelnen Elementen des Fassadensystems.